Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich dir, wie ich mein rotes Ombre gemacht habe. Ich habe das ja schon gepostet auf Twitter etc., Instagram, Facebook, was auch immer. Und dort habe ich zwar gesagt, dass ich rotes Ombre machen lasse und habe auch das ein Foto schlussendlich vom Resultat von hinten gepostet, aber von vorne noch nicht. Jetzt seht ihr das von vorne, jetzt erkläre ich euch in diesem Video, wie ich das gemacht habe. Also nein, das habe ich natürlich nicht, ja, wie ich es gemacht habe, wie mir das gemacht wurde, weil ich war beim Friseur. Und entschuldigt, dass es ein bisschen eine andere Einstellung ist von der Kamera. Ich muss stehen, weil meine Haare sind zu lang, weil sonst kann ich euch das nicht genau zeigen. Also mal die Farbe. Und ja, also das habe ich gemacht. Also ich wollte ja, wie schon in meinem Haarfärbe-Video, wo ich meine Haare färbe, wie ich das mache, kann ich mal unten verlinken, habe ich ja schon am Ende des Videos gesagt, ich möchte wieder Ombre-Haar machen. Und dann war ich wollte eigentlich das Blonde machen, das Klassische wollte ich eigentlich machen, das mit dem sozusagen heller unten, sowieso blond. Und aber das hatte ich schon vor einem Jahr und dann dachte ich, ja, nun machen wir das nochmal. Aber nachher habe ich irgendwie so Fernsehen geschaut und habe ich gesehen, alle Stars haben blond, also blondes Ombre. Und dann war ich auf Instagram unterwegs und habe gesehen, bei den Pixie Wush Geschwistern, habe ich ein Foto gesehen von ihnen, also von den Schwestern und der Schwägerin, und die hatten genau das gleiche, also alle sahen genau gleich aus, mit blondes Ombre. Und da habe ich gedacht, nein, das ist doch viel zu langweilig, ich habe keinen Bock auf das, ich möchte etwas anderes machen, ich möchte nicht so sozusagen so wie jede rumlaufen. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich doch rotes Ombre. Und dann bin ich gegangen und habe das gemacht und ich finde das eigentlich so. Also das Resultat finde ich so cool, ich finde das echt toll, mir gefällt das sehr, sehr, sehr. Ich hätte das schon vorher machen sollen. Ich habe rot gewählt, weil ich wäre eigentlich auch so verrückt, dass ich auch blau oder grün oder türkis oder lila hätte ich auch. Lila wäre sicher auch noch cool gewesen. Aber da habe ich gedacht, nein, auch wegen der Arbeit oder so, wenn ich dann so verrückte Farben mache, wäre es vielleicht nicht so gut. Ich denke, machen wir rot, weil ich hatte schon mal rot, also alle die untere Partie Haare hatte ich schon mal feuerrot. Vor ein paar Jahren und dann habe ich jetzt mal ein rotes Ombre, weil ich mag das irgendwie. Und das ist das Resultat, weil ich finde es echt toll, wie es geworden ist. Ich hoffe, ihr seht was. Also wieder dunkles Strähnen. Also es ist alles so, es ist nicht so ein netter Strich, so wie so tapp, und dann ist rot, sondern es ist irgendwie wie so verschwommen. Und das finde ich, wie es geworden ist, finde ich echt toll. Ich habe auch gefilmt beim Friseur. Aber jetzt erkläre ich euch mal, wie die das gemacht haben, weil ich habe auch die Nummer von der Farbe fotografiert und alles mögliche. Also, als erstes bin ich dorthin gegangen und danach haben sie sowieso so eine Art wie Klebstreifen, aber das war so groß und so eine mega Rolle, haben sie das abgeschnitten und dann haben sie so Strähnen genommen. Sie haben also nicht alle Haare auf einmal gefärbt. Dann haben sie den Klebstreifen so unten dran getan, also der war natürlich so lang wie das Haar, wie die Strähne, und haben dann die Farbe drauf getan und dann mit einem anderen Klebstreifen wieder drauf, aber so speziell für die Haare, das reißt nicht die Haare raus. Und danach waren die wie so, eben waren die so ineinander geklebt, kann man sagen. Und dann haben sie eine Partie genommen, andere Partie und dann gewisse Partien haben sie ausgelassen. Wie zum Beispiel hier vorne bin ich wieder ein bisschen, also haben sie dunkler gelassen. Auf dem Foto, wo ich eingeblendet habe, waren die Haare ganz glatt. Aber das gefällt mir eigentlich nicht, weil sie hatten sie geglättet. Aber jetzt eigentlich so, das sind meine Naturwellen. Und ja, eben sie haben diesen Klebstreifen genommen und haben dann einfach das so eingeteilt. Und dann war es, das war eine Farbe von Vella. Aber ich werde heute das Bild jetzt einblenden, wie die Farbe heißt. Das ist sozusagen die dekoloriert und koloriert im gleichen Moment. Das heißt sozusagen, den Haaren schont es ein bisschen, ohne dass man dekolorieren muss. Du bist auch 5 Stunden beim Friseur. Und danach färben sie nochmal drüber. Das ist sogar eine Farbe, die ist schonender für die Haare. Und eben macht alles in einem. Sie dekoloriert und koloriert. Ich hatte die Farbe circa drauf so 20 Minuten.
25, 20 Minuten und dann war das Resultat schon so. Ich habe es jetzt einmal schon gewaschen und ich muss sagen, sie haben ein bisschen Farbe verloren, sie waren vorne ein bisschen dunkler, aber ich muss sagen, dass ich so das sogar noch hübsch finde, dass es so innerhalb so schönes Rot ist. Meine Angst war natürlich, wie wo ich früher mal rote Haare gemacht habe, so feuerrote, dass nach ein paar Mal waschen, dass die Farbe weggeht und dann, dass es so orange aussieht, so verbrennt. Ich war sogar so weit gekommen, dass es so schlimm aussieht, dass mein Chef mich darauf angesprochen hat und gefragt hat, Nicole, hast du dir die Haare verbrennt? Und ich so, nein. Gott. Und dann habe ich sie wieder dunkel gefärbt. Und ich hoffe, sie hat mir zwar gesagt, es sollte bei dieser Farbe nicht passieren. Schau mir, ob das stimmt, weil ich habe keinen Bock, das wieder nachzufärben. Und ja, eben diese Farbe sollte ganz intensiv sein, hat sie gesagt, und die soll auch so bleiben. Und es gab ganz verschiedene Töne, aber ich habe jetzt für mich für das ausgewählt, weil ich hätte sicher auch etwas Punkigeres ausgewählt, aber eben, das war besser so. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat und ich hoffe, falls jemand von euch auch Ombre vorhatte zu machen, dass er sich auch für diese Variante entscheidet. Natürlich kannst du auch blond machen, ist kein Problem. Aber ich finde es einfach ein bisschen anders. Weil immer so genau gleich, jede genau gleich rumlaufen, ist doch ein bisschen langweilig, nicht? Aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und ja, ich hoffe, ich denke, ich weiß nicht, ich habe auch schon gedacht, so mir das selber machen, sozusagen. Es gibt ja diese von L'Oreal, diese Farbe, wo man das selber machen kann. Bei uns in der Schweiz verkaufen sie das noch nicht, keine Ahnung, bei euch wahrscheinlich schon in Deutschland, Österreich. Das sozusagen zuerst mit diesem Bleichen und dann nachher mit einer roten Farbe drüber färben. Aber ich weiß nicht, also ich hätte Angst, das so zu machen, selber zu machen. Aber wenn ihr mutig seid, könnt ihr das ja mal versuchen. Und ja, aber ich habe es meinem Friseur machen lassen. Ihr fragt mich sicher, wie teuer das war. Ich habe Angst, das zu sagen. Ich muss vorab sagen, ich wohne in der Schweiz und wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, bei uns ist alles viel, viel teurer. Und ich habe bezahlt für das 160 Franken. 140 Euro circa. Ich denke jetzt sicher, oh mein Gott. Also mir hat man gesagt, für die Schweiz habe ich sogar wenig bezahlt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich gehe sehr wenig zum Friseur. Ich schneide mir nur die Haare, weil ich färbe ja selber. Und bei euch ist das sicher tausendmal billiger, aber eben bei uns ist das halt so. Und ja, eben, ich bin zufrieden mit dem Resultat. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch behilflich sein, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das ist übrigens mein neues Nageldesign, da ihr immer nachfragt. Ich wollte sie passend zu den Haaren machen. Sie ist sozusagen Hälfte getigert und Hälfte weiß. Also ich finde, sie sieht noch recht cool aus. Und nein, ich mache sie nicht selber, ich lasse sie mir machen. Das sind Gelnägel. Also meine eigene einfach mit Gel drüber. Ich hätte keine Geduld, so etwas selber zu machen.